MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So Leute, herzlich willkommen auf jeden Fall hier wieder zurück zu einem neuen Part der F1 2015 Koop-Saison im Infinity Red Bull Racing Team. Heute nicht zu zweit komischerweise, also es ist eigentlich keine Koop, ein ganz normales Online-Rennen hier, aber es gehört zur Koop-Saison dazu. Wir haben heute den Special Guest dabei, nämlich nicht nur Simi, nicht nur meine Wenigkeit, Simi, kannst auch gerne Hallo sagen. Ja, Mäusen, ihr geilen Schnittchen. Und wir haben heute einen Special Guest dabei. Wir haben das Geld überwiesen, dass er heute dabei sein darf. Frederikos Vorpos ist da! Ey, das ist ein Convenza-Insider, ja? Ach so. Meine Bienchen, willkommen zurück zu meinem neuen Video. Also wundert euch nicht, wenn der heutige Part von der Qualität, also was wir reden, einfach mal richtige Untermenschenqualität sein wird. Weil, wenn wir mit Freddy einfach so im TS sind, dann eskaliert es eh irgendwann ja, eh dann ist immer. 20 Minuten später eh da. Ja, ist halt ehrlich so. Deswegen haben wir uns einfach mal gedacht, beziehungsweise Simi hatte die Idee. Und ich fand es nicht mal schlecht. Ich weiß nicht, was mit uns los ist. Wir sind auf jeden Fall in Spanien angekommen. Erstes Rennen in Europa. Gerade aus Paris eingeflogen. Insider und so. Freddy im Sahara Force India von Sergio Perez unterwegs. Wir natürlich weiterhin im Red Bull, ich muss mal kurz gucken, meine Steuerung. Jetzt sage ich schon, Freddy wird nach der nächsten Kurve draußen sein. Also Freddy wird sich Mühe geben, hier mindestens den 18. Platz einzufahren und... Also, ich sage mal so, ich probiere das Rennen zu beenden. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's mit dem Qualifying. Viel Spaß! Digga, diese Steuerung ist so schwer auf einmal drin. Kann es sein, irgendwie... Freddy, wie... Ich wurde von dem weißen Auto gerammt, macht einfach ohne mich erst Alles weiter. Klar. Würde ich mal sagen, langer Auftritt für Freddy. war so geplant. Na, Freddy kann ja zuschauen und sehen, wie echte Profis fahren. Ja. Aber, hey, ich gucke ja im Fernsehen. So, das müsste die Pole sein. Bam, Junge! 1:22.580, ey. Ich würde mal sagen, das war eine perfekte Runde hier. Ach, geiler Shit, Leute. Yes. Doppelpole in Spanien. Ich muss sagen, die Strecke ist komischerweise in F1 2015 so einfach zu fahren. Dahinter haben wir dann Hamilton, Raikön, Rosberg, Bottas, Hülkenberg, Vettel, Sainz und Grosjean. Mal gucken, ob Freddy jetzt überhaupt mitfahren kann. Der ist auf der 20, DLF. Vielleicht kriegt er Startplatz 19, weil er dann eine plus 5. Master und Ericsson haben beide plus 5. Nicht durch Freddy. Kollision mit Freddy verschuldet. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen ins Rennen hinein und ich wünsche euch viel Spaß und wir hoffen natürlich, dass wir diese Doppelpole in einen Doppelsieg umwandeln können. Jo. Freddy bereit? Freddy bereit? Freddy! Freddy! Alles klar. Freddy ja, ist nicht da. Bei mir steht nächste Session beginnt in. Ja, bist du bereit? Ja, bist du bereit? Ja, mach mal halt. Ja, okay, mach mal, Jungs. Hauen wir jetzt einen raus, Alter. Sind bei euch auch die Autos gerade alle explodiert? Nee. Und liegen übereinander? Ich muss den Screenshot einfach davon machen. Lol. Aber der Start war nicht mal schlecht. Geht bei mir auch, ich bin jetzt auf 19. Oh, 10 Sekunden Zeitstrafe. Auf 19. Kimi, verpiss dich. Hä? Ah, der ist in. Hä, ich bin vor dir, ich bin Erster. Ja. Wie gesagt, Starts gehen bei mir einfach gar nicht. Ja, ich habe halt Traktionskontrolle, Vorteil. Ach, du fährst damit an? Ja. Aber du schaltest, Alter, das ist auch ein Phänomen, ey. Oh mein Gott. Warum? Ja, keine Ahnung, wenn man schon so manuell schaltet, dann hat man ja meistens auch immer die Traktionskontrolle aus. Ich glaube, Meri ist schon raus. Freddy, hast du ehrlich eine 10 Sekunden Strafe bekommen? Nein, das war Spaß. Alles klar. Oh, ich will aber... Ich geh rechts. Alles klar, ich greife noch nicht an. Nee, Simi, du musst keinen Platz machen, jetzt fahr. Ja, ich hab überschossen. So, ich dachte, du wolltest hier so Platz machen. Alter, ich muss 17 Runden überleben, verdammt. Oh, ja. Simi, fahr einfach ruhig, also nicht so überhastet. Wenn ich die erste Runde überstanden habe, klatscht ihr dann? Nein. Können wir nicht. Wow. Okay, ich bin rechts. Leute, ihr werdet mir das jetzt nicht glauben. Wir sind zu weit nach innen. Aber ich habe die erste Runde überstanden.
Applaus, Applaus. Ich würde jetzt klatschen, aber geht nicht. Oh, ich bin in eine Bande gefahren, ich bin tot. Als ob du in eine Bande gefahren bist. Nein, Spaß, ich fahre noch. Der dritte Sektor, das ist so unser Vorteil. Da ist die KI nämlich ziemlich langsam. Hm. So zur DAS. Willst du mich jetzt als KI abstempeln oder was? Du bist eigentlich überall langsam, das ist die Sache. Ich glaube, wir hatten einfach die Manos für Freddy so auf. Was ist nochmal so ein mittlerer Schwierigkeitsgrad? Fortgeschritten oder so bestimmt. Machen Profi. Können. Schwer. Ja, oder schwer halt. Oder mittel. Dann hat Freddy wenigstens was zu kämpfen. Da kämpfe ich vielleicht sogar um Platz 10 mit. Dir ist schon bewusst, dass es nur zwei Fahrer sind, die ich auch schwer machen würde. Zum Glück werde ich diese Runde an die Box gehen. Freddy, das musst du auch, ne? Nein. Doch, du musst eigentlich diese oder nächste Runde an die Box. Nächste Runde. Achso. Dann öffnet sich mein Boxenstoppfenster. Du bist wahrscheinlich schon in Runde 7, ne? Ja. Ich bin in Runde 6. Ich lass nicht zu, dass du mich über Runde ist, vorher bring ich dich um. Ja, ich gehe wie gesagt jetzt gleich an die Box, also. Gibt's da noch keine Probleme. Sicher? Ja, sehr sogar. Oh fuck! Hauptsache Freddy ist in die Bande geknallt. Jetzt muss ich sogar in der ersten Runde nervös. Ich hab meinen Fremdling jetzt ehrlich verloren. Das glaube ich dir. So, keine Probleme mehr beim Boxenstopp gehabt. Mhm. Hamilton, glaube ich, und Vettel sind aus der Box. Wer ist das Graue da? Das sind KI-Faser. Oh fuck, Alter. Darf ich die rammen? Nein. Das Freddy, verpiss dich. Freddy. Mann! Ey, Freddy, ist das jetzt dein Ernst, Mann? Wenigstens etwas. Ja, so. Ich bin kurz in der Box und kurz weg. Bis gleich. Weiß ja, dass ein Boxenstopp nur 20 Sekunden geht. Okay. Sonst wird das stehen, ja. 3 Sekunden später, Freddy hat sich selbst aufgegeben. Ja, ich musste Dings. So, letzte Runde jetzt. Oh Junge, erschreck mich doch nicht so! Alter! Sei. Letzte Runde am Start. Runde 17 von 17. Ja, Rosberg hat diese Runde einmal aufgeholt, weil ich zweimal ein bisschen im Kies drin war. Abstand ist eh groß genug. Platten. Nicht ernsthaft jetzt, oder? Doch. Oh, dear. Mein Gott, wie kann das sein? Waren deine Reifen so hart am Arsch? Dunkel, hell, orange. In der dritten Kurvenplatten sauber, oder? Geiler Scheiß. Ja. Verdammt. Ziemlich scheiße. Sehr scheiße sogar. Kann man sich auch nicht über einen Sieg freuen. Wenn man weiß, dass da eigentlich mehr drin gewesen wäre. Auch noch vorne links, ey. Oha! Achso, das ist Meri auf 18. Ich dachte, Meri ist 11. Er gibt dir trotzdem eine mit. Schon kriegst du dafür eine Penalty. Hast du eine Penalty dafür bekommen? Nein. Was zum Teufel?
Wow, ein Pünktchen. Unbelievable drive. Es hätte halt einfach mindestens ein Doppelpodium sein können. Wenn nicht sogar ein Doppelsieg. Sieg für Daniel Ricciardo und der wird ihm noch lange in Erinnerung bleiben. Wir gratulieren dem Australier und wir gratulieren. Von der Pace her wäre es eigentlich mindestens verdient ein Doppelpodium. Kann man halt echt nichts machen. Massa ist ausgeschieden. Dummer Freddy. Warte kurz. Lass mal jetzt sein. Gut, hier auf jeden Fall nochmal das. User in your channel. Gut, hier nochmal das Rennergebnis und zwar Sieg für mich. Dahinter haben wir dann Rosberg, Vettel, Raikön, Bottas, Hamilton, Alonso auf 7, gleich zweimal Punkte für McLaren Honda, Button auf 9, Verstappen auf 8, Semi leider nur auf der 10. Das hätte eigentlich mindestens ein scheiß Doppelpodium sein können, aber Codemasters ist halt mal wieder. Als ob man so einfach einen Platten bekommt. Ich meine, in meiner Verstappen-Karriere bin ich eigentlich auch mit halbtoten Reifen gefahren. Und da habe ich keinen Plattenreifen bekommen. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Komm, wir gucken jetzt einfach mal in die Vorfälle rein. Ja, sieh mal, wie viel ich abgekürzt habe. Guck's dir an. Freddy-Kollision verschuldet. Kollision mit Wasser. Dann Romain Grosjean-Kollision mit Sainz. Freddy-Kollision mit Nasre. Freddy-Kollision mit Stevens. Gelbe Flagge ignoriert, abgekürzt. Boah, ciao. Wie viel du einfach abgekürzt hast, ey. Reicht und keine Strafe. Gott, war es das. Logic. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich trotz des Ergebnisses, wie immer fürs Zuschauen. Also fürs Teamergebnis. Ziemlich scheiße leider. Bedanke ich mich trotzdem wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann beim großen Preis in Crepnaco.